Herzlich willkommen beim ersten Vinyl Equipment Unboxing. Diesmal mit der Clear Audio Smart Matrix Silent. Nicht nur, weil es das erste Vinyl Equipment Unboxing ist, ist es heute ein besonderes Unboxing, sondern auch deshalb, weil ich diesmal richtig kräftig Geld ausgegeben habe und ich werde euch im Laufe des Videos erklären, warum ich das gemacht habe. Es gibt dieses Gerät in den Farben Schwarz und Acryl. Ich habe mich für die Farbe Schwarz entschieden und habe sie im Set bestellt mit einer passenden Schutzhaube dafür. Es handelt sich bei meinem Gerät um die Revision von 2020. Da wurden diverse Verbesserungen vorgenommen von einem bereits sehr guten Gerät. Verändert wurden der Reinigungsarm, die Steuerelektronik und der Schlauch zum Reinigungsarm, der einen Knickschutz erhalten hat. Bestellt habe ich das Ganze bei dem Shop Auditorium. Allerdings nicht direkt über den Webshop, sondern per Mail in einem sehr freundlichen Kundenaustausch. Der Laden ist unten in den Videobeschreibungen verlinkt. Ihr findet da sowohl den Shop mit dem Link zu meiner Maschine. Ihr findet aber auch einen sehr professionellen YouTube-Channel von Auditorium, der sich auch mal lohnt, sich genauer anzuschauen. Wie bin ich jetzt auf diesen Shop aufmerksam geworden? Eigentlich hätte ich die Maschine gern hier lokal in einem Laden gekauft. Allerdings war es so, dass das Gerät auf unbestimmte Lieferzeit gelistet war, auf Nachfrage. Und damit war mir das zu unsicher. Also habe ich bei Auditorium nachgefragt. Die haben mir direkt und sehr schnell versichert, dass das Gerät wirklich bei denen im Laden steht und dass sie das umgehend an mich schicken können, sobald ich das bezahlt habe. Bezahlabwicklung war super unkompliziert über einen PayPal-Link und dann ging das direkt auf die Reise, das Gerät. Und ja, das ging wahnsinnig schnell. Was ich auch ganz toll fand, ohne weiter nachzufragen, gab sofort einen kräftigen Preisnachlass, der weit unter den Preisen war, die man sonst so im Internet gefunden hat, zusammen mit der Haube im Bundle. Und das fand ich schon wahnsinnig stark und hat mich dann auch keine Sekunde mehr zögern lassen. Von daher mein Tipp, nicht immer gleich teure Geräte direkt im Internet bestellen, sondern wirklich mal beim Händler anfragen. Häufig kann man noch ein bisschen was am Preis machen. Das Auditorium ist seit gut 40 Jahren Experte im Bereich Hi-Fi und Heimkino. Der Hauptstandort ist in Hamm. Sie selbst sagen, dass das so eine der ersten Adressen ist, wenn man in dem Bereich was sucht, wo man in Deutschland schaut. Und ich habe mir das dann wirklich mal genauer angeschaut und war wirklich begeistert über die Größe und das Sortiment von Auditorium. Es gibt insgesamt 8 Hörstudios, wo man sozusagen auch Wohnambiente nachgestellt hat, um authentisch den Klang der gezeigten Audiosysteme dort genießen zu können. Das ist schon sehr beeindruckend. Vom Sortiment her scheinen alle Größen und Preisklassen da wirklich vertreten zu sein. Also lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Aber warum habe ich mich jetzt für die Clear Audio Smart Matrix Silent entschieden? Nun, das war das Ergebnis einer sehr umfangreichen Recherche und eines langen Prozesses, der sich schon über ein paar Jahre hergezogen hat, wo ich sozusagen an der Seitenlinie Plattenwaschmaschinen beobachtet habe. Ich selbst habe noch nie eine gehabt, aber in letzter Zeit immer mehr dringenden Bedarf gesehen. Und warum bin ich jetzt genau bei diesem Gerät gelandet? Ich habe lange Zeit sozusagen von der Seitenlinie mal beobachtet, was es an Plattenwaschmaschinen gibt und nie so das Richtige gefunden. Eigentlich war ich immer auf der Suche nach einem Ultraschallgerät, aber es gab einfach kein Gerät dieser Klasse, das diese Faktoren mitbrachte, die mir wichtig sind. Das Gerät sollte hochwertig verarbeitet sein, sollte leise sein, sollte sich bereits über einen längeren Zeitraum auch bewährt haben bei Leuten, also jetzt nicht irgendein Startup bzw. irgendeine Crowdfunding-Aktion. Es sollten bereits gute Testberichte vorlegen, die bestätigen, dass die Maschine gut ist. Sie sollte möglichst automatisiert die Platten waschen. Auch EPs und 7-Inches
sollten möglich sein. Ich habe nämlich schon seit einiger Zeit einige 7 Inches in meiner Sammlung, die sehr viel hinter sich haben. Ich habe die bekommen von meiner Tante, die mal in einem Plattenladen in den USA für Polydor gearbeitet hat. Und diese Schätzchen, die sind nie richtig sauber geworden mit den Methoden, die ich so angewendet habe. Dann sollte das Ganze natürlich auch bezahlbar sein. Ich weiß, bei dem Preis für diese Maschine, da wackeln auch mir durchaus die Ohren. Das ist nicht ohne, aber man muss es natürlich immer im Verhältnis sehen. Wenn man jetzt eine günstigere Maschine hat und eben beispielsweise an der Verarbeitung oder an der Lautstärke extreme Kompromisse eingehen will oder muss, dann ist das für mich nicht die richtige Entscheidung gewesen. Bei meiner Recherche wurde mir demnach relativ schnell klar, dass mit meinen Ansprüchen einfach ein hochwertiges Gerät gekauft werden muss, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Und dann wollte ich es aber eben nicht auf die allerhöchste Spitze treiben. Letztendlich habe ich mir viel angeschaut und es gab keine Alternative mehr zu diesem Gerät, keine Maschine, die meine Bedürfnisse ansonsten erfüllt hätte. Einziger Wermutstropfen: es ist halt keine Ultraschallwaschmaschine. Ich konnte jetzt aber auch nicht mehr warten, bis endlich mal ein Gerät kommt, bei dem alle Faktoren bei mir getroffen sind. Es gäbe zwar ein Gerät, das würde für mich aber wieder bedeuten, beim Preis noch mehr Schmerzen auf mich zu nehmen. Man müsste locker noch mal einen Tausender draufpacken. Für mich wäre es dann gewesen, die Vinyl Cleaner Pro X von Audiodesk Systeme Class. Aber das war mir dann einfach eine Nummer zu groß. Auch wenn hier natürlich wieder der Vorteil ist, dass das Ganze noch mal viel automatischer gemanagt wird als bei meinem Gerät. Auch von meinem Gerät gibt es ja noch eine höhere Luxus-Variante, sozusagen das Flaggschiff von Clear Audio. Das ist die Double Matrix Professional Sonic. Aber da sind wir dann auch wieder in Preisregionen jenseits von Gut und Böse. Jetzt noch ein paar Eigenschaften zu meinem Gerät. Das Ganze wiegt 10,6 Kilo. Wie schon angedeutet, kann der Universalreinigungsarm an quasi jede Größe von Schallplatten angepasst werden. Also sowohl Vinyl-Schallplatten als auch Shellac-Schallplatten als auch 7 Inches und EPs. Allerdings ist bei Shellac-Platten zu beachten, dass man da ein besonderes Reinigungsmittel braucht. Super angenehm ist bei dieser Maschine, dass die Flüssigkeit automatisch aufgetragen wird und es eben nicht wie bei der Okinoki One zum Beispiel per Hand aufgepinselt werden muss. Motor, Pumpe, Vorrat- und Auffangbehältnis sowie die Bedienelemente, gemeint sind hier auch die hochwertigen Schalter, entsprechen der Double Matrix Professional Sonic, von der ich eben gesprochen habe, also dem Flaggschiff von Clear Audio. Wir haben hier eine 500 Watt Absaugturbine, das klingt schon mal ziemlich cool. Universal Plattenklemme und der Adapter für die Singles ist auch gleich mit dabei, also hier schon mal keine Extrakosten. Allerdings muss man die Abdeckhaube separat bestellen. Die habe ich jetzt hier bei Auditorium, wie gesagt, als Bundle bestellt. Wie das immer so ist, wird natürlich die Flüssigkeit vom Hersteller empfohlen. Es ist jetzt hier ein erstes Gefäß mit dabei. Diese Flüssigkeit ist nicht ganz billig. Das muss man halt auch wissen, wenn man in diese Preisklasse geht. Und man muss dann auch für sich entscheiden, ob man dann andere nimmt. Also für mich käme es jetzt nicht in Frage, aber für mich vergleichbar mit so einer Druckerfrage. Also jedes Mal, wenn ich mir Replika von Druckerpatronen gekauft habe, dann habe ich immer das Gerät irgendwie früher oder später kaputt gemacht, also auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich würde auch bei diesem Gerät keine andere Flüssigkeit verwenden und hier jetzt sparen. Und wenn ich so sehe, für wie viele Platten so die Flüssigkeit reicht, da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass ich ständig neue Flüssigkeit brauche. Füllt man die Garantiekarte, die im Paket beigelegt ist, aus und schickt sie ab Kaufdatum innerhalb von 2 Wochen an den Hersteller, dann bekommt man für das Gerät 3 Jahre Garantie. Und das ist natürlich auch sehr wichtig und auch nochmal in Relation zu setzen zu vielleicht günstigeren Maschinen, wo die Garantiezeit nach einem Jahr oder so endet. Ja, ich freue mich jetzt drauf, das Schätzchen hier auszuprobieren und mal herauszufordern, meine alten Platten mal so richtig auf Hochglanz zu bringen.
aber auch neue Platten einfach standardmäßig zu waschen, wenn man merkt, dass Verpackungsrückstände oder Pressrückstände oder sonstiges da drauf ist. Die Versprechen sind groß, wenn man die Rezension zu der Maschine liest. Also es soll wirklich sehr, sehr hörbar Verbesserungen bringen. Und darum geht es ja hier, wenn ich mein Equipment aufrüste, das Knacken, das Knistern wegzukriegen. Und ich bin gespannt, wie gut das klappt. Und soweit ich mich bei Experten umgehört habe, ist es auch so, dass die Ultraschallmaschine da nicht viel mehr Leistung bringt. Und darauf habe ich jetzt einfach mal vertraut und denke deswegen gar nicht mehr darüber nach. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und euch meine Gedanken inspiriert haben, dann lasst doch mal ein Like da oder schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich irgendwas gesagt habe, was euch so ein bisschen in Diskussionslaune bringt. Würde mich freuen, mit euch ins Austausch zu gehen. Vielleicht habt ihr auch die Maschine, vielleicht seid ihr auch mal bei der Maschine hängen geblieben, als ihr selber überlegt habt, eine zu kaufen. Vielleicht habt ihr sogar noch einen anderen Tipp, der zu meinen Modalitäten passt. Das wäre ärgerlich, weil dann hätte ich falsch recherchiert. Aber trotzdem, ich interessiere mich für alles, was ihr schreibt. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und jetzt zufällig wegen der Plattenwaschmaschine hier bei mir gelandet seid, dann unbedingt den Kanal abonnieren und regelmäßig dabei sein, wenn ich cooles Vinyl auspacke, Interviews mit Leuten aus der Community führe und mehr. Also bleibt dran, hat Spaß gemacht mit euch, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao!